Freunde, heute ist ein besonderer Tag. Ich creme mich nicht ein für den Strand, sondern heute geht es zum Dinner in the Sky. Und Freunde, was heißt Dinner in the Sky? Wir essen im Himmel bei 50 Meter Höhe. Ich habe übelst Bock, aber bin auch aufgeregt, weil bei mir hat sich so die letzten Jahre eine kleine, aber gute Höhenangst entwickelt. Und dementsprechend kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie das wird. Werde ich es schaffen, das Essen zu genießen? Oder wird es einfach nur mein persönlicher Albtraum? Das erfahren wir gleich. Wieso werde ich jetzt aufgeregt? Ja, wir müssen einfach alle drauf. Und Lukas, unser Kameramann, ist einfach auch noch in der Mitte. Da ist es. Oh, crazy. Voll smart. Falls irgendwas passiert, abschnallen, Mike. Auf die Brücke. Wegdrücken auf die Brücke. Das könnte hinhauen. Ja. Lukas, du musst einfach gucken, dass du nicht in diese Lücke fällst. Aber ich. Dass du nicht in diese Lücke fällst. Mike, mein YouTube-Kanal gehört dir. Falco. Hast du das drauf? Du kriegst die Pokémon-Sammlung. Gut? Alles super, ja. Wir sind aufgeregt. Der Höhenangst? Ja, ich habe ein bisschen, aber fürs Video ist gut. Genau, das Richtige. Ja. Super. Geht gleich los, ein, okay. Zwei Minuten. Mega. Du musst aber ein Geschirr anziehen. Genau. Ja. Komm zurück mit dir. Bist du aufgeregt? Ja, irgendwie schon. Bis gerade mal gar nicht und plötzlich so von 0 auf 100. Allein zu fühlen, wie das ist, so auf wackeligem Boden zu sein. Ja, ja, ich glaube auch. Ich muss sagen, das sieht aus wie mein Computerschreibstuhl. Ja, ist echt so. Da dreht sich auch. Ich habe irgendwie so ein Ding vorgestellt wie so eine Achterbahn, weißt du? Das soll sicher sein. Wird schon. Ja, ja. Den Hebel betätigen und die später. Oh, nee. Oh Gott. Jetzt dahin. Nee, das werde ich nicht machen. Ja, klar, lass. Wenn ich ohnmächtig werde. Ladies and gentlemen, we wish you a very pleasant flight. Dinner in the Sky. So ein bisschen Achterbahn, ne? Ja. So gleich geschieße hoch so. Dankeschön. Das ist so eine Höhe, von der würde ich auch runterspringen noch, ja. Weißt du? Ja, naja. So, jetzt wird's kritisch. Jetzt mit abrollen. Einfach auf safe schon mal so, weißt du? Hey, da hinten ist die Gamescom. Da gehen wir gleich hin. Ich glaube, wir können schon essen, ne? Guten Appetit. Gang Nummer 1, Bruschetta mit, weiß ich gar nicht. Boah, ich muss echt erstmal klarkommen, wa? Ich fühle mich langsam sicher. So ist jetzt 3-4 Minuten vergangen. So, dass die Vorspeise tat gut, so sich auch abzulenken. Aber so manchmal muss der Griff. Ja, bitte. Danke, danke. Sehr lecker.
Jetzt fange ich an, mich wilde Dinge zu trauen. Halt mich fest, Mike, halt mich fest. Dankeschön. Ich werde mir langsam sicherer. Also, guck mal so, ich kann ohne so, weißt du. Aber ey, dieses Zurücklehnen ist Horror. Bist du ready? Okay, Mike lehnt sich zurück. Dankeschön. Hältst du mich fest? Ich kann dich nicht festhalten, ich halte mich selber fest. Ah, das. Boah. Ich glaube, ich kann das nicht angucken. Du gibst gleich nach hinten. Ich kann mir das selber nicht angucken. Ich habe alles erlebt. Ich komm nach oben. Es hat geknackt. Ich glaube, ich habe mir mehr Sorgen um dich. Es hat geknackt. Ich hab wirklich mehr Angst um dich gehabt, als du selber Angst hattest. Also es ist 100% sicher. Ne? Es ist über 10 Jahre, hunderte von Ländern, noch nie was passiert. Was soll auch passieren, aber es ist trotzdem der persönliche Kampf. Aber was hat da geknackt? Ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, für Leute ohne Höhenangst ist es gerade nur geil. So ist es so, bam, ein Weinchen, ein Snack, bisschen chillen. Ich habe noch gerade so voll viel zu kämpfen mit der Situation, aber es wird besser. Alles cool, alles schön. Okay, zum Essen gibt es hier Hähnchenfleisch mit Spargelrisotto. Ist lecker, sehr lecker. Allein der Gedanke, dass das hier oben so gebraten wird, ne? So cool. Ich esse viel zu selten Risotto. Ich liebe Risotto. Ja? Ja, aber aus irgendeinem Grund kocht man sich zu Hause eher Nudeln, als dass man Risotto macht. Bei mir war Wind. Ich mach so, ich so, hey, wo bleibt der Pfeffer? Und der Pfeffer ist einfach hier. Man muss es mit einberechnen. Okay. Dick oder den Sitz? Mich festhalten. Okay, guck mal. Nein, warte, du gibst mir deine Hand, ne? Und du hältst dich jetzt hier dran fest. Ich bin bereit. Mike hält meine Hand fest. Er hält das Ding fest. Das fühlt sich für mich nach einer sicheren Kette an. Ist okay, ganz ja. Ehrlich. Kann man machen. Das ist, glaube ich, der heftigste Sonnenplatz der Welt. Du kannst so Weißwein trinken, essen und dich sonnen. Auf 50 Meter Höhe. Ich glaube, ich bin bereit, Mike. Ja? Ich danke dir für dein Vertrauen. Boah, das ist schon was anderes. Okay. Das war eine schöne Erfahrung. Das war krass. Weißt du, was du meinst mit, du machst dir mehr Sorgen um mich? Ja, voll, ne? Ich angefangen zu schwitzen. Ja, das war richtig krass, weil man denkt so, boah, ja. Wenn du fällst, dann muss ich ja mit den Konsequenzen leben. Das ist dein Leben scheiße. Ja, voll. Vegetarisch ist Mousse au Chocolat und nicht vegetarisch ist Panna Cotta. Panna Cotta? Ja, Panna Cotta ist was Feines. Was ihr vielleicht nicht verstanden habt, aber wir sind quasi gerade hier in Köln und über der Claudius-Therme. Und hier unten ist jemand, der an einem Seil das ganze Konstrukt dreht. Das heißt, man hat auch manchmal einen Domausblick oder hat auch manchmal den Dom hinter sich. Und jetzt gerade sind wir quasi auf einer Brücke. Und hier unten fahren einfach Autos vorbei und es ist voll verrückt, wie oft Autos einfach so hupen, weil die das selber ganz witzig finden. Was geht? Freunde, sichert euch den Eckplatz. Der Eckplatz ist 10 von 10. Der ist am Anfang mega gruselig, aber zum Schluss wird er gut. Ah, wir fahren schon runter. Echt? Ja. Es hat mich gefreut, auf diese Reise mit euch zu gehen. Auf dem Boden mag ich es einfach immer noch am meisten. Dinner in the Sky. Crazy, crazy, crazy. Es war mega cool. Also
Für Leute, die keine Höhenangst haben, ist es all in all einfach eine super entspannte, chillige, coole Erfahrung. Für Leute mit Höhenangst ist es eine Überwindung und wirklich fast so eine persönliche Reise, die du machst. Und all in all kann ich echt nichts Schlechtes sagen. Also das Essen war lecker, aber das Ganze drumherum war irgendwie intensiver als das Essen selbst. Es war einfach cool, bei 50 Meter Höhe in der Luft mit freien Beinen was zu essen. Es hat super viel Spaß gemacht. Mike, wie sehr bist du gestört nach deinem Knackser? Hier nochmal ein Recap. Es war alles cool, bis es geknackt hat. Mit diesen Worten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch gerne ein Abo da. Danke für alles, Freunde. Macht es gut. Ciao, ciao.